Guten Morgen. Es ist gerade noch im Bad. Ja, was soll ich sagen? Also, wir sind jetzt gerade aufgewacht. Es ist aktuell 7.42 Uhr. Für mich eine ungewohnte Zeit, weil ich normalerweise ja um diese Uhrzeit gerade meine Schlafbrille trage, das weißt du ja. Und noch am Schlafen bin, aber ja, ich wurde ein bisschen früher wach. So um kurz vor sieben vielleicht. Und hatte ständig einen harten Bauch, das auch nicht wirklich wegging. Also ich hatte das Gefühl, das war irgendwie durchgängig, minutenlang, dieser harte Bauch. Ich war auch schon auf Toilette. Ein Anzeichen eigentlich dafür auch, dass tatsächlich die Geburt bald beginnt. Ja, Justus ist ein bisschen nervös gerade. Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber er hat mich jetzt gezwungen aufzustehen, schon mal mich fertig zu machen, mir was anzuziehen. Eben war der auch nochmal hart, ohne dass ich gespürt habe, dass es irgendwie hart war. Also ganz komisch. Also Justus ist auf jeden Fall schon aufgeregt. Ich würde gerne noch ein bisschen warten, bevor ich hier Alarmglocken schlage. Er meinte, er weckt jetzt schon mal die Kinder und macht schon mal hier alles bereit, dass wir losfahren können. Vielleicht ist es heute, aber vielleicht war das jetzt auch nur, ja, weiß ich nicht, langer, harter Bauch. Sehr, sehr langer, harter Bauch. Also jetzt bin ich sowieso wach. Jetzt mache ich mich auch einmal kurz fertig, schmink mich einmal. Ich habe auch eben überlegt, ob ich nochmal dusche. Aber dann kam ja nochmal der harte Bauch und dann dachte ich, nee, dann habe ich mich nur mit so einem Handtuch, mit so einem nassen, einmal kurz überall nochmal sauber gemacht. Übrigens bin ich jetzt heute offiziell in der 39. Woche. Ich lenke mich so ein bisschen ab, indem ich mit dir quatsche. Es hatte ja auch bei der letzten Geburt geklappt. Da habe ich mich ja damit abgelenkt, indem ich ein Video schneide. Und da habe ich quasi diese Eröffnungswehen vom Muttermund ja überhaupt gar nicht gemerkt. Ne? Also Ablenkung ist wirklich das Beste. Mal gucken. Also ich bin gespannt, was heute auf uns wartet. Wird er gerade wieder hart? Ist das ein harter Bauch? Das habe ich Justus eben schon gefragt. Ja, das ist doch ein harter Bauch. Ich glaube, der ist schon wieder hart. Na nein. Aber ich spüre es nicht. Ich will jetzt die Kinder und dann fahren wir los, mein Schatz. Nein! Doch, nicht so wie beim letzten Mal. Ja, aber ich muss ja noch nicht mal atmen oder so. Ja, sehr gut. Ich verstehe das nicht. Gott, siehst du, wie nervös er ist? Also ich werde erst nervös, wenn es spürbar ist. Vorher ist es so, mein Mann. Ich liebe ihn. Aber er macht mich auch ein bisschen nervös. Ne? Ich weiß nicht, heute wollte ich eigentlich auch nochmal ein Reel drehen. Vielleicht mache ich das gleich noch. Dann nochmal eine lustige Idee gehabt. Aber wir würden uns auch sehr auf das Babymädchen freuen. Also im Moment ist das ja wirklich Thema Nummer 1 hier. Ne? Habe ich dir ja schon erzählt, jeden Tag. Die Kinder freuen sich so sehr. Ich freue mich auch so sehr auf das kleine Babymädchen. Ich habe sie auch schon gefragt. Kommst du heute? Kommst du gleich? Ist es schon soweit? Oh, mal sehen, ne? Für welchen Tag sie sich entscheidet. Also heute wäre auch ein schöner Tag für eine Geburt. Wie gestern ja auch schon. Gestern hatte ich dich ja noch mitgenommen. Also wie Justus sagt jetzt den Kindern, das Baby kommt. Das möchte ich nicht. Wir müssen erstmal abwarten. So, jetzt habe ich im Moment zum Beispiel einen ganz normalen Bauch, oder? Ja, ist weich. Also wenn ich jetzt nicht von Justus so gehetzt werden würde, dann hätte ich jetzt auch keine lange Hose. Dann hätte ich wieder meine kurze Hose an. Aber er meinte, ich soll mich so anziehen, dass ich dann auch direkt losfahren könnte ins Krankenhaus. Okay, wir werden sehen. Ich melde mich nochmal und halte dich auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Okay, jetzt wird er gerade wieder hart. Ich glaube, ich starte doch einmal meinen Wehentimer. Ich habe das auf so einer App, auf dieser Baby-App, die ich habe, die ich dir auch schon mal gezeigt habe. Oh, guck mal, ich spüre das gar nicht. Ne? Es wurde eben einmal, muss ich so einmal, aber dann jetzt wieder, ist ja immer noch,
nicht so, dass ich jetzt irgendwie atmen müsste. Wie ein Tracker. Kontraktionen, da kann ich jetzt immer drauf drücken, wenn ich merke, huch, ist das jetzt eine Wehe? Mal gucken, was der gleich sagt. Obwohl, das letzte Mal habe ich das die ganze Zeit gemacht. Und dann waren das immer so zwischen 3 und 5 Minuten und so. Und ich dachte, ja, pff. Und dann war es plötzlich zu spät. Jetzt ist es die ganze Zeit hier rum, muss ich. Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen doller geworden, oder? Eben gerade nur kurz. Ja, dann lass uns doch jetzt bitte losfahren. Ja, aber ich habe doch gar keine Schmerzen. Ja, aber wenn es jetzt so häufig in einem kürzeren Abstand kommt, dann ging es dann relativ schnell über in die Presswehen, mein Schatz. Nein, ich musste das letzte Mal auch schon erstmal atmen, Justus. Er saß ich da auf, man musste erstmal veratmen. So, während das Video schreibt. Das ist jetzt noch gar nicht. Das ist viel zu früh. Und dieses Rätselraten, weißt du? Geht's los oder nicht? Keine Ahnung. Okay, ich mach mir jetzt mal Wimpern drauf. Ja, Poppy sorgt sich gerade ganz doll, ne? Ja, er will nicht, dass es dir schlecht geht, wenn das Baby kommt. Ja, Poppy macht Panik. Ja. Mann, genau wie das letzte Mal, mein Schatz. Ja, ich freue mich sehr auf das Baby. Und du, Elisa? Ich auch. Und du, Clara? Ich auch. Ja. Das ist fix wie der Handbauch, gell? Nein, es ist alles gut. Du machst mich nervös. Du machst mich voll nervös. Das ist echt. Ich denke immer, ja. Lass mich mal bitte selber horchen. Ja? Ja, du hast ja dein Körpergefühl ist ja jetzt nicht so verlässlich. Du kannst langsam laufen, weil du ein Baby hast. Ja. Mami läuft ein bisschen langsamer. Hast du irgendeine App? Du hast doch so eine App, wo man das Baby sehen kann. Ja, genau. Justus, das ist jetzt wieder alles gut. Guck. Good morning, Joa. Vielleicht kommt heute unser Geschwisterchen. Nein, es kommt heute. Oh Gott, Justus. Ganz ehrlich. Und der Einzige, der Offensichtlich ist der Papa. Du kannst nicht in die Zukunft sehen. Doch. Ich habe es jetzt 3-mal mitbekommen und meine Lernkurve ist sehr steil. Nein, weißt du was? Einmal noch schlafen und dann gehe ich ins Kindergarten. Dann gehst du auch in den Kindergarten. Genau. Was für ein Timing, ne? Ich freue mich schon. Jetzt, das, komm. Jetzt komm mal ein bisschen runter. Auf meinen Bauch immer zu drücken. Ich sag dir schon Bescheid, wenn es losgeht. Jetzt hör mal aus. Das nervt mich jetzt. Na, wie geht's dir? Mir geht's super. Lass wir jetzt einmal CTG schreiben und gucken, ob Justus recht hat. Mit den Wehen oder nicht, ne? Ich habe immer recht. Mal gucken. Immer wenn Babys kommen, habe ich recht. Also ich habe jetzt diesen Timer, diesen Wehentimer gesetzt. Das war, glaube ich, so alle 5 Minuten so ein harter Bauch. Ungefähr, ne, 5-8 Minuten so. Aber es war nur ein harter Bauch, mehr nicht. Ja, und das letzte Mal war es so, war nur ein bisschen harter Bauch, mehr nicht. Und dann ging's los. Ja. Und zwar innerhalb von 10 Minuten war das Baby da, mein Schatz. Und die haben es kaum hierher geschafft. Ja. Ja. Das, ich höre gar nichts. Jetzt, nee, das da hinten ist der Puls, das rote ist der Puls vom Baby. Und der Puls würde runtergehen, wenn du eine Wehe hast. Ich weiß nicht, wo der Druck ist. Was will ich mal gucken? Okay. Vielleicht gehe ich da noch gleich in die Wanne. Da in die Wanne. Du hast es ja schon mal probiert, das.
war nicht so dein Ding. Ich weiß noch, du wolltest unbedingt in der Wanne, aber nachher wolltest du nur noch aus der Wanne raus. So schnell wie möglich. Ich melde mich aber kurz. Mein Mann friert. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir jetzt noch mal nach draußen gehen, mein Schatz. Ja, wir wurden jetzt spazieren geschickt für ein Stündchen, weil... Deine Venen nur alle 8 Minuten kommen. Ja, also seitdem ich dann im Krankenhaus war, war das so ein Stopp quasi. Kamen sie nur noch alle 10 Minuten und dann hat sie Untersuchungen gemacht und da war ein Finger breit, 2 Zentimeter glaube ich, offen, ja. Muttermund. Und jetzt sind es alle 8 Minuten Wehen, deswegen sollten wir eine Stunde spazieren und mal gucken, ob das wehenanregend ist. Ja, Justus hat mir auch was zu essen gekauft, so ein Brötchen, damit ich ein bisschen was frühstücke und dann hat er es aufgegessen. Ja, weil du es ja nicht mehr essen wolltest. Wegschmeißen tut man das ja nicht. Ja, und jetzt laufen wir hier durch das Waldstück. Justus friert immer schon wieder zurück. Ich habe mir so einen dicken Mantel angezogen. Ja, dann nicht, dass das Baby im Wald kommt. Außerdem regnet es gleich. Ja, also... Ich werde kurz warten. Baby kommt. Ja, aber... Ja, heute. Es wird heute kommen. Also gehen wir jetzt wieder Richtung Krankenhaus, bitte. Justus, ich habe alle 8 Minuten Wehen. Du musst einmal kurz warten und dann geht's weiter. Ja. Siehst du, geht schon weiter. Ja, aber jetzt nicht im Wald gebären. Nein, ich werde nicht in diesem Wald gebären. Mein Gott, Justus. Gut, dann guckt uns das Reh zu. Und so. Justus, wir sind nicht zu weit entfernt vom Krankenhaus. Ja. Ich habe gesagt, wir können eigentlich da im Treppenhaus einfach nur die ganze Zeit Treppen steigen. Ja, das letzte Mal war es so, es war immer so ein bisschen Wehen. Und wie gesagt, und dann ging es los und dann ging gar nichts mehr, mein Schatz. Ja? Ja, besser als hier stundenlang. Ich habe dich kaum vom Auto ins Krankenhaus gebracht. Ich wollte mich nur kurz melden und sagen, dass es dir gut geht. Hauptsache, mein Mann ist schön. Ja, ich dachte, du redest jetzt nicht mehr. Dann dachte ich, kann ich einfach mal meine Haare machen. Na gut, wir melden uns später. Ja, wir melden uns dann, wenn das Baby da ist. Gleich.